What's up, everybody? Herzlich willkommen zu einem Video Nummer 1 von meiner Promotion Serie in League of Legends und so. Ich nehme jetzt einfach mal ab dem Ladescreen auf, die meine 10 Promotion Games, also die werden jetzt natürlich nicht alle hintereinander erfolgen, da es 21.44 Uhr am Sonntag ist. Also habe ich bis 24 Uhr gar nicht mehr die Zeit, 10 Games zu spielen, außer die Gegner zu random dieses Mal. Naja, mir ist egal, wo ich hingehe und ja, mal schauen. Ich nehme jetzt einfach mal auf meine Ranked Games auf, meine ersten 10, meine Promotion Series, wie ich jetzt schon 100 Mal angedeutet und gesagt und erwähnt etc. Ja, mal schauen. Was schreiben die Leute schön jetzt? ADC, hi, Shyvana, Jungle please, ban Shyvana, now, don't ban her. Cool. Ich freue mich schon wieder so richtig. Ich habe dieses Bedürfnis. Ich weiß zwar nicht wieso, she isn't so OP. Ja, mir ist es eigentlich egal, was Shyvana ist. Ich habe noch nie eine gute Shyvana gesehen. In Bronze sieht man wahrscheinlich auch keine gute Shyvana. Also mache ich mir da keine Sorgen. Und Kasadin ist gewandt, natürlich. Oh mein Gott, okay. Rammus. Leona Bann? Also Leona finde ich jetzt aber auch nicht so stark. Oder irre ich mich da jetzt? Ist Leona bannenswert? Ich glaube nicht. Blitz oder Nasus? Also Renekton ist schon mal gebannt. Keine Ahnung, was würde ich denn jetzt bannen, wenn ich bannen müsste? Ich habe jetzt ewig lang kein LoL mehr gespielt, zumindest seit 4 Tagen. Nee, eigentlich viel länger. Wann habe ich das letzte Mal LoL gespielt? Das ist echt irgendwie gerade relativ lang her. Riven? Bann? Ich weiß es nicht. Ich wüsste echt überhaupt nicht, was ich bannen würde. Dammit. Dammit, der Gott ist Sam. Okay. Shyvana spielt Caitlyn. Und dann haben wir noch einen Yasuo Mitte. Toll, dass wir auch schon die Midlane als erstes einloggt. Ah, nehmen wir einen Toplaner. Das heißt, wir haben keinen Tank. Dann sollte ich. Also, wir haben einen Toplaner. Wir haben einen Jungler und wir haben einen ADC. Das heißt, es sind noch Mitte. Wir hatten jetzt noch nicht was geschrieben. Das ist Avatar. Ich schätze jetzt einfach mal, dass ich supporte, aber ich weiß es auch noch nicht genau. Wahrscheinlich ist das wieder einer von diesen coolen Leuten, die nicht schreiben und dann einfach einloggen. Also, wo gehe ich jetzt hin? Zu Wort? Okay, da haben wir unseren Jungler. Das heißt, Avatar wird jetzt quitten oder Dingens gehen. Trash Support könnte ich auch machen. Die haben Tristana. Kann ich denn gut gegen Tristana nerven? Ich will eigentlich irgendwas Tankiges spielen, weil wir bisher noch nichts ernstzunehmendes Tankiges haben. Fired up and ready. Ah, mir fällt Kraft, der schreibt Sub. Was ist denn stark gegen Gragas? What delightful alley we shall inflict. Oh, was ist stark gegen Gragas, mal ganz ehrlich. Hat Gragas überhaupt Schwächen? What? Dann muss ich jetzt like a pro einfach... Erstmal googeln. Was denn überhaupt stark ist gegen Gragas? Zwischenzeit können wir uns mal angucken. Cooldown Reduction. Da ich jetzt Tanky bauen will, weil ansonsten keiner getankt ist. Lol, irre ich mich gerade? Was fehlt jetzt? Lol. Alle 300 Maximum Mana. Ich spiele ja auch nicht sehr oft Mana.
Ah, toll, Werbung. Trotzdem, was countert ihn jetzt? Und schwach gegen Fizz. Ach, na gut, alles, was gut dodgen kann. Macht Sinn, oder was super tanky ist. Look support, hard to play. Ja, stimmt. Und jetzt gibt's einen schönen Cut, bis ich dann in-game bin. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu der ersten Runde League of Legends Minor Promotion Series. Also meine ersten 10 Games, die ich ranked spiele und die entscheiden, welcher Elo ich dann anfangen werde. Jetzt sind wir im Ladescreen, die Gegner haben Lux Moment, lass mich nochmal durchgucken. Gragas ist Mitte wahrscheinlich. Tristana ADC, AD, Master Yi Jungle. Lee Sin, der wahrscheinlich Full AD spielt, top. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen, weil irgendwie, wer ist das Bronze halt? Und dann eine Lux, ja, muss ja Support sein mit Heal. Ja, wir haben Thresh Support, das bin ich. Dann haben wir Caitlyn als ADC, Annie als Midlaner, Elise als Jungler und Yasuo top. Ich hoffe mal, gut, ihr hattet Bild. Das ist toll. Und jetzt warten wir darauf, dass es losgeht. Und in unserer tollen Minecraft Hero Gruppe in Skype schreibt Mr. Husi gerade, dass er schon 12 Folgen hat. Ich habe 6 bisher aufgenommen. Wenn das Video morgen auftaucht, was es eigentlich sollte. Weil eigentlich will ich morgen mein erstes Promotion Game und ein Part Hilo hochladen. Dann haben die auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt ungefähr 12 Folgen aufgenommen. Weil sie pro Tag 3 bis 4 Folgen aufnehmen. Naja. Jeder, wie es Spaß macht, ich will gerade doch nicht so übertreiben mit dem Hilo. Mal schauen, was sich ergibt. Und jetzt ist Master Yi bei 69 dramatischen Prozent. Tendenz steigend, nein, aktuell nicht. Tendenz aktuell einfach nur stillstehend, gleichbleibend, monoton, whatever. Oh, 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 steigend. Oh, Drama erhöht sich. Es kommt auch drauf an, ob ich jetzt vielleicht danach noch eine zweite Runde aufnehme, ob ich jetzt gewinne, verliere oder verliere und nicht rage oder gewinne und rage oder verliere und rage und rage und rage. Je nachdem halt, ob ich noch Bock habe oder nicht, nehme ich dann direkt noch ein zweites Game auf, weil so spät ist es ja noch nicht. Es ist dann in diesem Fall sehr abhängig von meiner Motivation. Ja, ich hoffe ja, dass ich diese Season anders als letzte Season auch mal vielleicht 3, 4 Spiele gewinnen kann in meiner Promotion Series, weil letzte Season habe ich irgendwie... Also ich erinnere mich noch an mein allererstes Ranked. Ich war ADC, habe Ashe gegen Graves gepickt. Und ja, ich habe dann einfach mal so nach 20 Minuten irgendwie 50 Farm gehabt, weil ich irgendwie noch 0 Plan, na, nicht mal 50, 30 Farm, weil ich einfach 0 Plan vom Spiel hatte zu der Zeit. Das war noch irgendwie, obwohl es eigentlich ewig her ist, war das noch die Zeit, in der ich dann dachte, dass nur Kills Geld wert sind und die Minions einfach nur da sind, weil sie da sind und so. Also irgendwie waren wir alle so ganz schön behind. Ich habe schon damals mit Pascal und Tim gezockt. Und ab dann mein zweites Game war Lux Support, da musste ich dann irgendwie essen oder so. Richtig dramatisch. Und die anderen Games habe ich dann auch mehr oder weniger gefailt. Hat richtig Spaß gemacht damals. Mittlerweile sieht es ja ein bisschen besser aus. Ich denke mal, ich nehme auch die Sweeping Lanes mit. So. Mittlerweile habe ich ein kleines wenig mehr Ahnung. Ich hoffe mal, dass ich es dann diesmal schaffe, vielleicht so bei Bronze, keine Ahnung, eins einzusteigen. Ich bin ja letztes Jahr immerhin in Bronze 3 eingestiegen. Aber eigentlich unverdient, total. Ich hätte bei Bronze 5 einsteigen sollen, wo ich ja dann im Endeffekt nur fast gelandet bin. Ich bin ja Bronze 4 gewesen. Aber da auch nicht mehr rausgekommen. Ich war in Bronze 4 mal der schlechteste Platz, mal der beste, aber rausgekommen bin ich nicht, lustigerweise. Weil mir auch irgendwie immer die Motivation fehlte. Na schauen, der Typ wollte ja eigentlich, wie ihr gesehen habt, erst Jungle gehen, dann Support. Und weil ich nicht wusste, womit ich denn gut gegen Rangas spielen kann, habe ich dann irgendwas genommen. Eigentlich ist es, wenn man drüber nachdenkt, logisch. Und unser Jungler ist AFK. Es macht schon wieder so richtig toll Spaß. Ist eigentlich halt so eine Standardrunde, lol. Dann laufe ich direkt mal Botlane. Ohne Jungler ist da nicht viel zu machen am Blue Buff. Minions have spawned. Oh, Elise hat sich jetzt ein Warding Token gekauft. Cool. Ist sie etwa doch da? Jetzt muss sie sich nur noch bewegen. Die Gegner wissen ja noch nicht, da sie auch nicht bisher invaded hatten. Dass wir bisher einen AFK-Jungle haben. Ja. Und irgendwie macht mir diese Lux-Supporter leicht Angst. Auch nur ein kleines bisschen. So, wir sind bei 2 Minuten. Ja, komm. Was haben die im Jungle Master Yi? Blue-Red. Müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Nicht, dass da so ein Early-Gank auf Botlane kommt. Direkt Ulti angeschmissen.
So nach 3 Minuten. Und dann. Ich will meine Seele haben. Oh, mein Schild hat Schaden gekriegt. Dora Tristana, Flächenschaden. That Dance. Au. Was ist das? Keiner pusht wirklich. Respekt, letzte Season hätte das anders ausgesehen. Oh, wie macht sein First. Okay, First Blood, nicht First Gank in der Mitte. Und ja, so folgt auch. Oh, und Elise spielt mit einem 200er Ping. Ich bin noch nicht Level 3. Wir haben schon 2 Deaths, mal schauen. Habe ich einen Autotick gemacht. Ups. Oh, Lux hat schon kein Mana mehr. Das ist ja niedlich. Also ich habe noch volles Mana, Lux. Und du hast einen Mana-Pot. Okay. 5 Mana-Pots, 5 Heil-Pots, so wie es ausschaut. Ah nee, da kommt ein scheiß I, bist du doof. Jetzt renn da weg, du stirbst. Intelligenz, diese Intelligenz. Was soll denn das, ah nee. Und ich stehe meiner Caitlyn im Weg. Das ist auch sehr gut. Eigentlich stehe ich außerhalb der des Dings. Oh nö. Doofe Death Sentence. Todessense. Oder Todessatz, je nachdem. Wow, Flächenschaden. Wie sieht eigentlich aus vom Farm? Caitlyn 33, Tristana 35. Joa, nicht schlecht. Besser als ich hätte wahrscheinlich nach 6 Minuten. Oh Mann. Junge. Komm klar. Warum wurde die gerade nicht hochgeworfen? Okay, also verlieren alle Lanes, das ist doof. Vor allem wie die Annie vorhin auch einfach mal nicht darauf geachtet hat, dass ich hier pinge, dass da ein Gank kommt. Und nicht wirklich toll. Ich schätze mal, Yasuo ist tot. Obwohl, na doch. Ja, wenn er sich vor allem, weil er sich nicht wehrt. Der Lee Sin kann einfach machen, was er will mit dem armen Yasuo. Und unser Jungler ist AFK die ganze Zeit.
Annie ist wieder tot? Nee, doch nicht. Ich weiß nicht, wenn ich Master Yi in der Mitte auftauchen sehe, dann gehe ich davon aus, dass Annie tot ist. Und ich sollte mal meine W scannen statt meiner Q. Q nutze ich ja eh nicht. WTF, Annie, was bist denn du für ein dummes Kind? Warum? Warum? Ja, es gibt keinen Jungler, du bist alleine in der Mitte. Es gibt einen Report für Yasuo und einen Report für Dingens. Vor allem nur, weil ein Champ OP ist, direkt Insta-Lock. First Pick. Nur weil ich nicht unten stehe, oben stehe in der letzte. So schlecht bin. Eigentlich vom Farm aus. Die sind 41, Yasuo 22. Jo, Yasuo hat einfach seine Top-Lane schon komplett verloren. Wir machen bestimmt gerade Baron. So ein 8 Minuten Baron. Locker easy. Und Lux und ich haben beide einen Creep. So offensiv wie die gerade stehen, erwarte ich gerade, dass der Jiritz runterkommt gleich. Hat Caitlyn sich. Caitlyn hat sich auch das Ward Clear Item geholt. Warum? Wir. Ah ne, wir haben nur einen Level 5er. Jetzt sind beide Level 6. Ich hau mir mal einen Healpot rein. Ja, bestimmt. Ich will einfach die ganze Zeit AFK farmen. 65 zu 68. Boah, ihr Krager zählt jetzt auch schon die Annie. Und warum ist man retard, wenn man einen schlechten Ping hat? Da können nur Leute was dafür, die Pornos gucken. Ach komm, nee. Noch müssen wir nicht verzweifeln. Nur leicht demotiviert werden. Schöne Kombo. Aber da musst du aufpassen, ja. Mein Gott, die Q hat getroffen. Okay, dann pusht mal eure Lane. Ich glaube, du wirst hier nicht viel machen gehen. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, vor allem weil deine Ulti jetzt auch noch raus ist. Jetzt fahren wir hier einfach weit. Ich würde gerade sagen GG dem Aim, aber naja. Ihr seht ja, was das Aim so bringt. Oh, schöne Ult. Schöne Ult. GG. Warum haut die Caitlyn eigentlich nicht die Minions, die gerade low sind? Das ist aber gerade irgendwie komisch. Und drei Minions und sie haut alle drei low, damit der Tower sie finishen kann. Ich würde da nicht zu weit vorhin, Caitlyn. Elise ist Level 6? Alter, das wurde aber echt übel. Zu Ende. Ja, meine Death-Sentence hat nicht getroffen. Schade. Schade. Bad Place. Schade. Oh, alle Lanes losen. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiß Idioten. Wäre ich mal mitgegangen, hätte ich mal gewusst, dass Ahri stark ist. Ahri ist einer der wenigen Champs, die ich spielen kann. In der Mitte.
Besten direkt einfach Heimerdinger blind picken. Boah, Mann, da kann ich wieder Leute reporten. Ich bin mir sicher, dass ich auch reported werde, wenn ich lege. Und deswegen das halbe Game nicht da bin. Also, nur um das mal zu rechtfertigen. Oh, das ist der fette Gragas. Was macht der denn, Bot? Wichser. Und Elise, du musst ein bisschen farmen. So. Wie sieht's eigentlich in der Mitte vom Farmhaus? 52 zu Anis 23. Ey! Hurra! Wie kann man noch Annie gegen Gragas picken? Das ist, als würde ich Heimerdinger gegen Gragas picken. Auch genauso schlau. Gragas hat ja nicht eine Ulti, mit der er alle Türmchen instant killt. 88 Minutes zu 88. Einmal irgendwas richtig machen, aber irgendwie kann keiner irgendwas richtig machen. Und was macht die Elise hier die ganze Zeit, Bot? Du musst woanders ganken. Botlane ist, bringt dir nichts. Wir fahren hier nur so ein bisschen vor uns hin und poken die anderen. Und diese Q kann die Lux gar nicht verfehlen. Doch kann sie, sie ist scheiße. Ein Glück. Mach Ulti, Caitlyn, Ulti! Wow. Nein, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Da ist sie. Warte, ich hab noch keine E. Dein Ernst? Komm, bleib hier. Gut, Wurf. 2 für 2. Oh, Mann. Das ist doch schon wieder zum Kotzen. Wir verlieren hier wegen irgendwelchen total retardierten Spielern. Botlane und die einzigen Leute sind, die was können. Ich meine, wir haben auch unsere Lane nur hin und her gepokt und gefarmt und was auch immer, aber die haben immerhin nicht verloren. Und jetzt, wenn nicht der Yi und der Gragas gekommen wären, hätten wir 2 für 0 getradet. Oder vielleicht auch nur 1 für 0, da die Caitlyn ihre Ulti nicht mal. Aber so, mit einem, keine Ahnung, nee, aber ein Delicate Game zu rendern, ich nicht. Oh, ja. Better Ranked Sets gehen auch ganz gut, wenn man nicht aufpasst. Diese Plays! Es ist, leckt mich, Wichser. Da ist mein Ulti. So. Nein, jetzt hat die mein Schild nicht abbekommen. Oh, nee, oder? Da schießt ihre Ulti. Ja,
Hä? Und jetzt? Wow, gute Q. Echt gut. Den Place. Hallo, nimm meine... Du dumme kleine Fotze. Verreck an Krebs, ey. Wie dumm sind die Leute eigentlich, bitte? Das ist doch abartig. Please, 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 report us, Annie. Ey, das ist doch schlimm. Das ist doch echt minderwertig schlecht. So schlecht spiele ich nicht mehr blind. Und schon blind hätte ich diese Laterne genommen. Nee, schlimm. Ich habe keinen Bock mehr. Ich spiele jetzt trotzdem noch ein Ranked. Der Hoffnung, dass ich einmal gutes Glück habe und ein Game gewinne. Wir jetzt einfach alle Lanes losen, weil Yi nur auf Bot gehen muss. Alle anderen Lanes gewonnen haben. Ups. Na also. Ist ja one for one und jetzt bin ich tot. Ah, schlecht. Ach man, ich habe keine Lust mehr. Wir haben nirgendwo eine Chance. Es ist einfach lost. Und trotzdem habe ich keinen Bock zu surrendern. Ich kann jetzt surrendern, wisst ihr das? Ich warte jetzt hier, bis die Leute surrendern. Dieser Tibbers, die hat wahrscheinlich noch nie Annie gespielt. Die kann einfach gar nichts. Diese Botlane-Gangs waren nutzlos, diese Tibbers waren nutzlos. Also Annie kriegt echt einen Report für Treuen. Wieso? Nein. Schade. Oh, Annie, du bist so reported, du kleine Fotze. Lern spielen, bitte. Und ich wette, als Supporter hätte die nicht besser ausgesehen. Ich meine, solche... Die hat keinen einzigen Spell getroffen. Die wusste nicht, dass sie mal einen meiner W zu mir ziehen kann. Die kann einfach gar nichts. Ja, ich muss jetzt diesen Reporting-Teil einfach noch mit aufnehmen. So, das reicht mir auch. Ja gut, ich spiele jetzt noch ein Game. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch, whatever. Bis zum nächsten Mal.